Also ich habe folgendes Problem. Seit gestern, den 15.06.2019, funktioniert mein AvaMedia Recentral 4 nicht mehr. Wenn ich es öffne, erscheint dieses. So. Auch der Versuch, das Programm zu deinstallieren. Funktioniert bei mir auch nicht. Dauert ein bisschen gerade. Aber ich krieg gleich noch einen Warnhinweis. So. Da sagt er mir, Resample läuft noch. Okay. So, schließen wir das wieder. Resample zum Laufen zu kriegen. Entweder als Administrator ausführen oder, damit man das nicht jedes extra anklicken muss, geht man hier unten auf Erweitert, als Administrator anklicken. Jetzt lässt es sich starten. Okay, das Problem besteht seit gestern, warum auch immer. Vielleicht ist ein neues Windows-Update reingekommen. Oder keine Ahnung, woran es liegt. So. Schließen. Deinstallieren geht trotzdem nicht. Um das Programm zu deinstallieren, gehe ich auf mein Task Manager. So, hier Task Manager. Auf Details. Dienste. Suchen dann Resample. Service hier. Werden den anhalten. Dann wird der beendet. Und jetzt testen wir noch einmal. Ob es jetzt funktioniert. So funktioniert es auch noch nicht und deswegen müssen wir den Computer neu starten, nachdem wir das Programm angehalten haben. Ich schaue noch mal kurz rein, ist immer noch beendet. Dann starten wir den PC neu. So, PC ist neu gestartet. Wir gucken mal im Task Manager, was uns das Programm sagt. Resample wird ausgeführt. Allerdings kann ich es jetzt normalerweise deinstallieren. So, schauen wir mal. Jo, jetzt könnte ich, wenn ich wollte, das Programm deinstallieren und neu installieren. Allerdings besteht die Problematik immer noch dabei, dass er, wenn ich es nicht als Administrator öffnen lässt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht konnte ich euch ein Stück weiterhelfen, wer auch immer das gleiche Problem hat. Auf jeden Fall könnt ihr so das Programm wieder verwenden. Warum auch immer. Auch wenn ich es wieder rückgängig mache, werde ich wieder den gleichen Fehler haben wie vorher. Ja. Gut. Vielleicht habt ihr ja eine andere Lösung gefunden, woran es liegt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was herausgefunden habt. Viel Glück damit. Ciao.